weiter geht's hier mit Injustice 2, Kapitel 9, und zwar letzte Hoffnung Krypton. Dich aufhalten, bevor du einen großen Fehler machst. Diese Wahnsinnige verdient den Tod. Vielleicht, aber sie kann sich nicht wehren. Es gab keine Verhandlung. Du hast gesagt, Amazonen kämpfen ehrenvoll. Ja, jetzt muss ich gegen Wonder Woman kämpfen, das ist ja cool. Oder auch nicht. Das wird doch nicht so cool. Okay, das stand schon mal. Aber sie haut mir ganz schön eine rein hier. Ah, kann ich mal einspielen hier vielleicht. Ich kenne die überhaupt nicht jetzt. Guck mal, was für eine Ulti ist. Los, getroffen. Ach man, das gibt's doch nicht. Ja gut, wie gesagt, noch nie mit gespielt, erstmal einspielen. Boah, erstmal Scheibe um den Kopf hier. Oh oh. Ja, dann machst du eine komische Rolle in der Luft und treff nicht. Ja, sauber. Alter, kannst du überhaupt irgendwas, Supergirl? Oder stimmst du nur doof in der Gegend? Okay, Laser ist gut. Laser läuft. Oh, kein Laser mehr. Ups. Aphrodites Fluch. What? Aphrodites Fluch, ich hab keine Energie mehr. Yeah. Oh, gerade so, ey, Schwein gehabt. Ich hab dir vertraut, Diana. Das wird schon wieder. Ich bring dich zu einem Arzt. Kel kann dich schützen. Superman. Oh, Blondie. Du bist lustig. Hast du was gefunden? Ich habe die kryptonischen Daten analysiert. Du hast nichts übersehen. Sie hatten keine Chance gegen Brainiac. Es muss etwas geben. Ein Schwachpunkt, eine Lücke. Brachiale Gewalt wird nicht reichen. Wenn deine Kräfte zurück sind, sollte ich nach Kandak und die Verteidigung dort bereit machen. Brainiac hat dort noch nicht angegriffen? Die Magie des Felds der Ewigkeit verbirgt Kandak vor neugierigen Blicken. Sogar Brainiacs. Aber ich bezweifle, dass er sich ewig täuschen lässt. Kel, wir müssen reden. Gebt uns bitte einen Moment Zeit. Damien hat mir alles erzählt. Geht es Diana gut? Es geht ihr gut. Aber sie wollte Harley töten. Ich habe sie noch nie so kaltblütig gesehen. Ja, das ist bedauernswert. Ich weiß. Was hat sie sich gedacht? Leider wählte Diana diesen Moment, um Harley zu erledigen. Und leider bist du ihr in die Quere gekommen. Was? Der Joker hat Harleys Verstand unheilbar verdorben. Wenn sie rückfällig wird, werden Unschuldige sterben. Es sterben bereits jetzt Unschuldige. Sie hat uns geholfen. Sei nicht naiv, Kara. Harley ist eine Verbrecherin. Mein Fehler war, dass ich sie nicht früher erledigt habe. Diana sagte, der Joker wurde exekutiert. Warst du es, der... Ein Leben, um Millionen zu retten. Aber es war nicht nur eins, Kerl. Nicht wahr? Wie viele? Wie viele? Wohin ich auch gehe, haben die Leute hier vor Angst. Jetzt weiß ich, wieso. So wollte ich es nicht. Aber die Menschen... Sie schlachten sich seit Jahrtausenden gegenseitig ab. Ich habe dieser Gewalt ein Ende gesetzt. Menschen brauchen einen starken Anführer. Wir müssen sie vor sich selbst retten. Wessen Sohn bist du? Der von Jor-El? Oder General Zod? Kara! Wer ist
General. Carol darf die Festung nicht verlassen. Warte, Kara. Vielleicht hat dich dein Vater ja aus gutem Grund eingesperrt. Superman hat mehr Fragen als Batman es hier sein könnte. Nur ein Stock hat so stark, ey. Also eingespielt bin ich noch nicht mit der, also ich weiß nicht, was das kosten soll. Alter, jetzt kommen wir hier aber aus dem Schild. Oh ja, jetzt nimmt er mich noch mit hier. Ja, ja, kannst du mal, ey. Nicht jetzt. Oh ja, aus dem Nichts kommt er jetzt. Tja. Gar nicht so einfach, ey. Supergirl ist gar nicht so einfach zu lenken. Tolle Boost hat die gar nicht drauf. Die hat ein bisschen was Besseres drauf, aber nicht so wirklich. Naja, gewonnen habe ich trotzdem. Kerl sollte ein besseres Vorbild sein. Kommt jetzt schon wieder? Du wirst dich fügen, Kara Zor-El. Ist auch eigentlich recht stark. Dass du mich gefunden hast. Alles, was du mir erzählt hast. Halbwahrheiten, Lügen, um deine eigenen Sünden zu verbergen. Du siehst die Welt mit den Augen eines Kindes. Gut und Böse sind keine Konstanten. Ihre Bedeutung wird von denen definiert, die Macht haben. Tja, Black Adam. Ja. Was ist das? Hör auf den Blitzen hier. Hör auf den Blitzen zu schwingen. Was war das? Energie hatten wir noch. Mach die super an! Mach die super an! Oh, ich bin hier blöd auf dem Controller rum und die macht gar nichts. Ich bin die Fresse, ey. Ja, toll, ey. Ach nee. Ja gut, die Runde kommt ja dann nie. Mal gucken. Muss ich irgendwie noch hinkriegen, ihn irgendwie zu besiegen. Ich glaube aber nicht. Der ist stark. Ich glaube, selbst das bringt jetzt nicht. So, habe ich jetzt auch mal in die zweite Health-Balken-Sektion bekommen. Boah, was war das? Kommt das mal so her. Huh? Alter, was machen wir hier? Oh shit. Das war's. Gut, nochmal. Schade. Gut, nochmal. So ein Mist, ey. Naja gut, aber wie gesagt, Supergirl haben wir nie gespielt und ich finde auch, die hat nicht so wirklich tolle Moves drauf. Also ist Black Adam auf jeden Fall ein Vorteil, der hat viel bessere Dinger drauf als ich. Diese Rumgespringe auch nicht. Ich muss mal richtig nah am Gegner sein, um überhaupt den richtig zu treffen. Laserstrahl, Drama, sonst sieht die natürlich nichts. Guck das mal an, vorhin zieht er mir richtig hin und wieder. Ach man. So. Ohne die Ultis sah sie echt alt aus.
Oh, verdammt. Ich dachte, die ist echt nur auf Nahkampf gelegt. Das ist echt nervig. Oh, oh. Gut, dass er nicht da dran war. Oh, oh. Dieser Move ist auch irgendwie langweilig. Das ist ganz schön langweilig. Zack, gewonnen. Aha. Du hast Glück. Meine Kraft finde ich in Zurückhaltung. Kara, bitte. Hör mir zu. Mit unseren Kräften dürfen wir uns nicht zurückhalten. Oder die, die wir lieben, zahlen den Preis. Es tut mir leid, dass ich nicht hier war, dir nicht helfen konnte. Aber Metropolis war nicht deine Schuld. Ich habe es mir versprochen. Nie wieder. Das sind nicht wir. Das Haus von El wird nicht von Angst regiert. Hoffnung allein wird die Welt nicht retten. Ohne mich wären sie schon tot. Okay, muss ich mal kurz ankämpfen. Sauber. Ah. Böse Superman, ey. Aua. Ich will gerne wissen, ob man da auch irgendwie andere Ulti-Animationen bekommt. Google. Das war ganz nett, aber wenn wir das gleiche sehen, ist auch immer ganz gut, oder? Oh! Da hat er mich jetzt aber ganz schön eiskalt erwischt hier. Hoffe, du hast dazugelernt. Joa. Immer schon das Gesicht habe ich dazugelernt. Spürst du noch die rote Sonne? Im PlayStation geht ja auch da voll ab, weil es so warm im Zimmer ist. Ey, voll am Abdrehen hier. Oh. Oh shit. Oh, abgewehrt. Sprengkraft. Ficken. Nein, lass das. Warum schieße ich halt ein bisschen mit dem Laser ab? Oh. Ah, nein. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein. Oh. Nein. So ein dummer Move. Ich hätte ihn fast gehabt, ey. Der hat mich aber jetzt zum letzten... Ja, zur letzten Hälfte sozusagen komplett weggemacht, ey. Fuck. Ach, diese scheiß Salto-Kacke, lass das. Ich muss mal eben kurz meinen Cousin ein bisschen mit dem Laser ärgern. Oh, das zieht ihn auch nicht wirklich. Haut er mir auf einmal die Hälfte, fast die Hälfte meiner Energie weg, ne? Und ich bin schon wieder hinter ihm, ey. Was ist denn da los mit ihm? Das gibt's doch nicht! Wieso haut er mir so voll einen rein hier, ey? Was ist los? Mal Feierabend hier. Mach die super an! Das weiß ich ja gar nicht. Ey, nur von den Listen, ey. Oh nein. Nein, das war's schon wieder. Es gibt es doch nicht. Ja, toll. Meine Ulti trifft nicht und seine natürlich. Da, boah. Toll. Energie weg. Toll. Ja gut, er hat ein bisschen mehr Kampferfahrung als ich, ne? Du mit deinem scheiß Salto und immer. Kannst dich normal immer schlagen hier. Guck dir das mal an, wie die meine Energie weggeht. Ey, guck dir das mal an, ich hab keine Energie mehr. Das war's schon wieder. Das dauert länger hier, Leute. Das dauert länger. Sorry dafür, aber ich
Das ist Supercool, das ist scheiße. Ganz einfach. Ohne mich wären sie schon tot. Das ist echt unglaublich. Ich hätte vorher das Match schon längst gewinnen können. Und dann verkacke ich das, weil ich die ganze Zeit meine Ulti einsetzen will. Und dann so eine Scheiße ist. So, wenn sie trifft nur ein paar Mal und haut mir sofort einen rein. Und ich habe keine Energie mehr. Boah, Kacke. Alter, geh mir nicht auf den Sack hier. So, ein paar Laser wieder ab. Geht da nicht anders. Kannst nicht anders. Aua. Ich habe keine Chance gegen den. Also mal eben so hier. Guck mal, es klappt hier. Zack, 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 zack. Oh, jetzt geht's in eine andere Richtung. Oh, oh. Was schießt denn denn? Ach, Mann. Ach, Mann. Falsch geklickt, ey. Junge. Junge. Ich habe keine Konzentration mehr, Leute. Wie gesagt, sind ungefähr, ich guck mal eben auf Thermometer, glaube ich, 150 Grad in meinem Zimmer. Sommer macht als nicht hier in Let's Plays, weil man so ein bisschen der Hitze. Bei der Hitze. Muss ja unbedingt raus. Ja, auf dem Zimmer. Das ist doch keine Ausrede, das ist wirklich so. Wer das kennt, um ein Dach zu wohnen, der versteht mich. Das ist auch der Tod für jede Elektronik übrigens. Naja, das werde ich hier noch zu Ende bringen und dann muss ich erstmal pausieren. Ja, ja gar nicht. Alter. Es ist so geil. Ich habe keine Chance, ey. Ich drücken soll hier. Das ist echt nervig. Och komm, mach ich einen Sprung falsch und schon scheiße. Nur, ich bin wieder tot. Einmal noch erwischt, das bringt auch nichts mehr. Ich habe nur noch 14 Energie, da wo ich noch anpupsen, dann bin ich schon wieder tot. Gibt es nicht. Das ist so geil, ey. Wo schießt die hin? Da drücke ich doch gar nicht hin, Mann. Wo schießt die hin? Ich glaub's nicht. Wieso schießt die nach oben? Wieso schießt die nicht gerade rüber? Ich krieg doch immer nur gerade rüber. Oh, bin ich gerade genervt, ey. Ah, guck dir die Scheiße an. Ja, toll. Toll. Ah, hier scheiß Rumgespringe da. Oh, oh. Oh, jetzt springt die wieder so doof hoch. Also, das lassen wir hochspringen, das nervt. Laser. Mann. Nein, jetzt gibt er mir wieder ein nacheinander hier rein. Schenkt er mir wieder einen hier. Nein, jetzt mal jetzt. Oh, Laserpack. Komm, wir wischen. Ja, sieht gut aus. Das ist eine Donnergewinne hier. Ich muss nur einmal. Oh. Der richtig Gas. Laser! Laser for the win. Kapitel Ende. Yay! Ich kann dir helfen. Denk an das, was du verloren hast, Kara. Was, wenn du Krypton hättest retten können? Daran denke ich jeden Tag. Dann komm auf meine Seite. Es ist Brainiac. Er extrahiert die Städte zu früh. Dann schlagen wir zurück. Ich muss gehen, um Kandak zu schützen. Geh. Wir brechen nach Metropolis auf. Was ist mit dir? Wir müssen umgehend Brainiac aufhalten. Aber wenn dies vorbei ist, musst du dich entscheiden. Du kämpfst auf meiner Seite oder gegen mich.
Okay. Was passiert eigentlich mit den Sachen, die er einsaugt? Werden die recycelt oder was? Oder werden da Roboter draus gemacht? Was passiert damit? Oh, schwarzes Loch und dann ins Weltall? Wieso kann ich nicht eingreifen? Wieso lässt du nicht zu, dass ich mich wehre? Wie kann es Ordnung geben, wenn Brainiac gewinnt? Die Menschheit schürt Chaos. Brainiac ist Ordnung. Superman und Supergirl sind fast hier. Die anderen greifen die Flotte an. Sollten wir nicht in Gotham sein? Brainiac kontrolliert die gesamte Flotte von diesem Schädelschiff aus. Schalten wir ihn aus, schalten wir alle aus. Kontakt! Voraus! Ja, gut. Ja. Sie räumen den Weg frei. Halt der Schädelschiff auf. Schön. Fünf okay. Sekunden bis Einschlag. Mach dich bereit. Drei Sekunden. Dank mir später. Was ist passiert? Brainiacs Kraftfeld erschafft eine Erschütterungsfeedbackschleife. Je schwerer wir es treffen, desto schwerer schlägt es zurück. Kara! Ja, er sagt nur. Die Kryptonier sind außer Gefecht gesetzt. Extrahierung abschließen. Spielt er bestimmt Superman, oder? Fokussiert seine Energie an deinem Angriffspunkt. Wenn du schneller zuschlägst, kannst du vielleicht durchbrechen. Verstanden. Senke Nachladeintervall auf 10 Pikosekunden. Und schon wieder K.O. Thank you.
finde seinen Körper nicht. Sein Herzschlag auch nicht. Ich sollte ihn schützen. Vor allem vor dir. Jetzt ist er fort. Das ist wohl das Beste, was du heute gehört hast. Er wird mir auch fehlen. Was? Im Ernst? Er war einmal ein guter Freund. Ich habe ihm mein Leben anvertraut. Aber der Joker hat ihn verdorben. Und ich konnte ihn nicht aufhalten. Ich verlor meinen Freund Clark. Und seitdem vermisse ich ihn. Atlantis? Zerstört. Ich wollte nicht hören. Jetzt sterben wir alle gemeinsam. Niemand gibt sich geschlagen. Hat jemand von Beetle oder Firestorm gehört? Das ist deine Schuld, Bruce. Kerl und ich hätten Brainiac geschlagen. Du hättest uns folgen sollen. Hör auf, Diana! Millionen Menschen sind auf diesem Schiff gefangen. Wir müssen sie retten. Nicht mit ihm. Elch des Olans. Kein Wunder, dass die menschliche Zivilisation den Fesseln ihres winzigen Planeten noch immer nicht entstiegen ist. Bist du nur hier, um zu spotten? Meine Betas sind überall auf eurem Planeten. In einer Stunde werden sie gleichzeitig explodieren und die Atmosphäre der Erde verbrennen. Diese Welt wird zu einer Mondlandschaft. Es sei denn, ihr überlasst mir Kara Zor-El. Sie ist Kryptons letzte Überlebende. Und meine einzige Chance, den Effekt einer gelben Sonne auf kryptonische Zellen zu studieren. Gebt sie mir. Und ich verschone diese Welt. Selbst wenn man dir bei diesem Deal vertrauen könnte, gingen wir ihn nicht ein. Ihr habt eine Stunde Bedenkzeit. Danke, dass du der Neuen eine Chance gegeben hast, aber vielleicht sollte ich gehen. Nein. Wir finden einen Weg durch Brainiacs Schilde. Wir müssen. Wir könnten sie kurzschließen. Aber dafür bräuchten wir irrsinnig viel Energie. Vielleicht ist Wissenschaft nicht die Lösung. Vielleicht können wir mit Magie etwas gegen ihn ausrichten. Ich kann enorme magische Energie vom Fels der Ewigkeit durch die Pforte Kandaks leiten. Aber ich brauche ein Medium, um sie zu kanalisieren. Etwas, das dieser Kraft widerstehen kann. Wie wär's mit dem Dreizack von Atlantis? Ja. Das könnte gehen. Selbst wenn wir die Schilde gesenkt kriegen. Cyborg sagt, dass Brainiac das Schiff mit seinen Gedanken steuert. Ich habe ihn von Brother Eye abgeschnitten. Ich kann einen Signalstörer bauen, der sein neurales Netzwerk blockiert. Wenn ihr Brainiac Schilde deaktiviert, können wir diese Beta-Bomben entschärfen. Also steht unser Plan. Aquaman, Adam, ihr geht nach Kandak. Kapitel 10. Ja, das sehen wir am nächsten mit Kapitel 10. Drei Könige, was da eben stand. Danke fürs Zusehen bis hierhin. Und jetzt, ja, kleine Päuschen. Und dann geht's gleich beim nächsten mit. Bis dann. Tschüss. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.